ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir wieder eine Death Run Map, und zwar 200 Level Easy Death Run. Es soll XP für den Season Pass geben. Wir werden uns anschauen, wie hoch die XP sind, ob es sich rendiert, die Map mehrfach zu spielen oder nicht, ob es Secrets gibt, ob es Bonus XP gibt am Ende der Map. Es steht auch gerade da, Levels sind alle easy. Das werden wir uns anschauen, ob das stimmt oder nicht. Wir werden uns anschauen, wie farbenfroh die Map ist, ob sie eintönig ist, ob es eine T-Map ist oder nicht. Bis jetzt sieht es nicht danach aus. Jo, aber ohne lang zu schnacken, einfach mal spielen starten. Ansonsten, ja, wieder eine Map von Stealths. Also, ja, das lässt mich auf viel hoffen und sogar auf diverse XP. Die Map kennen wir ja schon. Und ich, ja, würde sagen, wir rennen jetzt einfach mal los. 48 XP pro Checkpoint ist noch recht chillig. Es kann sein, dass die tatsächlich auch weniger werden. Klasse ist es, dass angezeigt wird, wie viel Level wir schon gemeistert haben. Wir haben es gerade gesehen. Klettern aktiviert, Sprinten aktiviert. Nice, nice. Ansonsten, yo, bis jetzt die Sprünge, die ersten 15 Sprünge recht chillig, einfach easy. Yo, hier kann man schön durchlaufen, das gefällt mir. Farbenfroh ist sie leider nicht, also es bleibt aktuell bei Grau und Lila. Was mich ein bisschen ärgert. Item Shop braucht man nicht. Ansonsten, yo, also es ist eine Map zum Durchlaufen, wenn man das so nimmt. Also bis jetzt in den ersten 30 Level kann ich noch nicht meckern, bis auf über die farbliche Begebenheit. XP-technisch, das reicht vollkommen aus. Jetzt wird es tatsächlich, nee, es bleibt noch bei 48. Es kann sein, dass es weniger wird im Laufe der Map. Aber selbst das würde nicht stören. Weil Stealth hat bis jetzt immer richtig krankes Zeug mit eingebaut. Dass es immer Bonus-XP gibt. Vor allem zum Ende einer Map immer. Und die waren dann schon beim fünfstelligen Bereich tatsächlich. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr Farbenfroheit hier gewünscht. So, da wollen wir aber mal davon ausgehen. 48 Level, 48 XP. Mit 200 Leveln. Das sind, bei 100 Leveln jetzt mal 2 Nullen dran rechnen. Das sind 4000. Da wären wir ungefähr bei 9600, also knapp 10.000 XP für alle 200. Scheiße, Level. Wenn jetzt noch, ich sag mal, zum Ende der Map Bonus XP dazu kommen. Ah ja, chillig, da hat man schon mal ein halbes Level drin für den Season Pass. Es muss ja auch nicht so krank sein, dass man hier 80 bis 160.000 XP bekommt.
Das wäre ein bisschen zu OP dann. Und ich weiß, dass Fortnite dann die XP-Rate löschen tut. Es gibt nämlich Maps. Tatsächlich, die habe ich schon gespielt. Sogar einige habe ich vorgestellt. Da gab es gut XP. Und als ich die Maps dann Wochen später nochmal spielen wollte, ja, musste ich feststellen, es gibt keine XP mehr. Denn Epic Games ist da so, wenn eine Map zu viel XP gibt, werden diese entweder gedrosselt oder komplett rausgenommen. Was ich ein bisschen schade finde, wenn die komplett rausgenommen werden. Drosseln okay, aber komplett rausnehmen, muss ich ganz ehrlich auch sagen, wenn Epic Games das sehen sollte, ist scheiße. Weil die Map Creator leben halt davon, die kriegen Unterstützung über die Maps und natürlich dann auch durch euch diverse Bonus-Sachen, sprich, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, sind das irgendwie, es gibt ein paar Kröten dafür, also ein bisschen was an Euro, das ist nicht viel. Oh Gott, ich müsste lügen, 15, 10 Cent irgendwie ab einem gewissen Punkt. Und natürlich unterstützt das die Map Creator, die hier Stunden an Zeit investieren. Ich persönlich würde das allerdings nicht machen, weil, ja, nee. Da wäre mir die Zeit tatsächlich ein bisschen zu schade. Natürlich gibt es dann auch im Shop diverse, ich glaube, wie soll ich es ausdrücken, Bonus-Sachen, weil viele Map-Creator auch eigene Skins haben, vor allem die großen Map-Creator. Die werden dann bei den Leuten angezeigt und wenn man sich die dann gönnt, dann gibt es halt auch nochmal einen Bonus für die Map-Creator. Ich kann mich auch täuschen, wenn ich jetzt Schwachsinn erzähle, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber ich weiß, dass man so ein paar Cent verdienen kann, wenn man eine Map created und die oft genug gespielt und... Was war das? Die oft genug gespielt wird und wenn ein Creator supported wird, dass es da wirklich halt für den Creator ein paar Centkröten gibt. Centkröten, geiles Deutsch-Eik. Mann, warum schaffe ich diesen fucking Sprung nicht? Aber jetzt! Das ist aber auch schon bewiesen, das haben selbst sogar schon Map Creator gesagt, dass es für die Geld gibt dann. Ansonsten Themawechsel, das hat jetzt hier nichts weiter zu tun. Was ist denn los mit mir gerade? Warum schaffe ich die Sprünge nicht mehr? Sag mal! Ernsthaft? Machen wir es halt so. Aber Stealth, ihr seht, hat wieder eine richtig geile Map gezaubert. Uiuiuiuiuiui. Die ist wirklich einfach, auch wenn ich jetzt diverse Sprünge schon verkackt habe. Und da stehe ich sogar dazu, dass ich die... Keine Ahnung, warum verkackt hat. Ist mir eigentlich auch egal. Hier geht es mir einfach nur um den Spielspaß. Ansonsten, ja. Ich persönlich habe mich auch noch nie daran gesetzt, meine Map zu createn. Habe ich ja schon gesagt, will ich auch ehrlich gesagt gar nicht machen, weil ich habe gar nicht die Zeit dazu. Ihr wisst ja, dass ich Kinder habe und... Was ist denn das hier? Ach du Scheiße. Hier tricksen wir mal ganz kurz ein bisschen. So. Hehehe, ausgetrickst. Ich habe das Ding da hinten nicht gesehen. Ja, in der Zeit, wo die Kinder da sind, spiele ich so mit meinen Kindern zusammen Fortnite oder andere Spiele. Oder tatsächlich für Unternehmen auch mal was. Ja. Und da würde ich mich nicht stundenlang hinsetzen, um eine Map zu bauen, um ehrlich zu sein.
Und wenn meine Kinder bei ihrer Mutter sind, in der Woche habe ich vormittags auch nicht wirklich Zeit, weil ihr seht, ich nehme auf. Nachmittags bin ich am Stream dann immer, auf Twitch. Und ja, vormittags nehme ich halt entweder YouTube-Videos auf und laufe ein Stück. Auch wenn es aktuell nur Fortnite-Videos sind, die zweimal in der Woche hochgeladen werden. Oder aber ich nehme TikTok-Videos auf. Ja, Insta-Reels nehme ich tatsächlich sehr selten auf. Manchmal lade ich da meine TikTok-Videos hoch, Klappe zu Handy. Wobei ich bei Insta auch wieder ein bisschen aktiver werden müsste. Da war eine scheiß Giftfalle, ernsthaft? Für alle, die mich gerne unterstützen wollen, in der Videobeschreibung, in der Kanalbeschreibung findet ihr alle Links zu meinen Social Medien. Da könnt ihr gerne mal einen kostenlosen Follow und Abo dalassen. Vor allem bei Twitch. Wir stehen kurz davor, die 100 zu knacken. Da bin ich richtig gehypt drauf. Auf TikTok hätte ich tatsächlich auch gerne die 100 voll, damit ich dort mal live gehen kann. Weil dann könnte ich da tatsächlich sogar PS4-Games streamen. Und da würde ich einfach mal Just for Fun wirklich komplett Assassin's Creed Valhalla streamen. Mit allen DLCs, die bis jetzt draußen sind. Ich besitze alle DLCs. So muss es sein. Vor allem da Assassin's Creed Valhalla. Ich hatte diverse Assassin's Creed-Spiele. Für PC und PlayStation. Aber Assassin's Creed Valhalla ist einfach das A. Das Nonplusultra von Assassin's Creed. Und ja, wäre cool, wenn ihr mich dabei unterstützen würdet. Falle, natürlich. So, wir sind bei Level 189 und ich laufe hier gerade echt nur durch. Das ist voll eine einfache, easy cheesy Map hier. Und ich sehe da hinten auch schon das Ende. Läuft. Also ich kann die Map nur weiterempfehlen. Ist wirklich was für Anfänger. Wir werden jetzt auch gleich sehen, ob es am Ende Bonus-XP gibt oder nicht. Entschuldigung. Mann, das mit diesem... Klappt nicht mehr. Warum? Ich habe nichts in den Einstellungen geändert. Das klappt nicht mehr. Muss sich hier ganz schnell zur Seite dreht, dass man dann da drauf stehen bleibt. Uiuiuiuiuiui. So. Und wie viel Bonus XP? 14.000. Nochmal 14.000. Zweimal 14.000, 28.000. Ja. Ich habe ein Level Up gemacht. Okay, zur Map. Sie ist einfach. Farmfrohe. Hier zum Ende mal ein bisschen mit Disco Light. Ansonsten farmfrohe nicht wirklich. Sie ist aber total easy und einfach. Also ist was für blutige Anfänger. XP sind nicht zu hoch, nicht zu niedrig. Die Map macht Spaß, öfters gespielt zu werden. Tatsächlich. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Mapcode wie immer in der Videobeschreibung. Kann ich mich ja just von hoch? Nee, schade. Mapcode in der Videobeschreibung. Ansonsten, ja, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Schreibt mir Kommentare, vor allem schreibt mir Mapcodes in die Kommentare. Mir gehen langsam die Maps aus und die Maps, die ich bei Fortnite finde, kenne ich alle schon. es ist egal, was für Maps. Auf Deathrun, auf Themen-Maps, wo man XP verdient. PvE-Maps könnt ihr mir auch gerne schicken. Ich spiele mit meinen Kindern tatsächlich auch PvE, also Player vs. Entity, wo wir gegen Zombies kämpfen, wo wir gegen Bots kämpfen und XP bekommen, wo wir die Waffen aufrüsten müssen und. Sowas, klar, warum nicht? Ansonsten, jo, bleibt mir jetzt tatsächlich nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop, I love it, the fire.